Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, meine lieben Gästen. Danke für die Einladung. Reza und Marco. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr beiden, es ist ja nie einfach mit Regisseuren und Menschen, die im Bereich Kultur ja so aktiv sind. Aber umso schöner ist es, vor allem euch beide gemeinsam auf der Couch zu haben, weil das sind ja zwei Themenschwerpunkte. Und deshalb, ich fange jetzt einfach mal ins Blaue an, Reza. Ja? So dieser Spruch, diese ganzen Sprüche, die wir in den letzten Wochen und Monaten hören oder ertragen müssen. Dürfen oder müssen wir sie ertragen? Aus einer bestimmten politischen Richtung. Du weißt ja, wo die also Richtung ich meine, du meinst auch diese sogenannten Tabubrüche. Ja, ja, genau. Ich finde, das sind Tabus, die im Endeffekt nicht wirklich Tabus waren und nicht gebrochen werden sollten. Denn das waren ein Tabu ist oftmals tatsächlich ein Thema, was man brechen sollte. Aber das, was wir die letzten, nicht Wochen, ich finde die letzten Jahre an Rhetorik mittlerweile auch im Deutschen Bundestag und in deutschen Landtagen haben, sollte uns alle wirklich zu denken geben. Und da sollten wir, meiner Meinung nach, ist das fast sogar wichtiger als jetzt dieser ganze Umweltaktivismus, der auch wichtig ist, aber ich finde, im Zuge dessen geht so ein bisschen unter, dass wir politisch wirklich aktuell viel zu viel zulassen. Mhm. Und es ist eine Sache, wenn irgendwelche Vollidioten irgendwas von sich geben und dann sind das einzelne Stimmen oder sowas. Aber es ist eine ganz andere, wenn Menschen, wie gesagt, in unseren Parlamenten sitzen und sowas sagen dürfen. Das ist ein Unding und in Deutschland erst recht. Und das ist ja leider auch ein europäischer Trend. Das ist ja nicht nur ein deutscher Trend. Du hast einen spannenden Film mitgebracht, einen Kurzfilm, Stolpersteine. Vielleicht zeigen wir einen kurzen Trailer. Den hast du ja mitgebracht, den zeigen wir mal jetzt erstmal unseren Zuschauern und du kannst danach ja mal kurz erklären, worum es da genau geht. Bitte schön. Genau. Und dann hast du wieder dieselbe Frage. Dann kommt so der Ausländer in mir hoch. Mhm. Ja, und ja, ist so. Ja, ja. Egal wie, ich bin integriert. Ich bin mehr Deutsch als Türke. Nein, du bist gut integriert. Ich wollte nur ein banales Beispiel für Integration. Das ist echt gut. Guck mal, du hast einen Chai, okay? Ja. Der Chai, das bist du drin. Aber du hast eine deutsche Tasse. Also, dass ich aus einer Tasse einen Chai trinke, habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Aber das ist Integration. Ja. Du lässt quasi deine alte Kultur in die neue europäische Version eintauchen. Das ist nicht, wenn du jetzt einen Lipton-Tee da drin hättest, wäre es angepasst. Wir haben orientalischen Tee in einer deutschen Fassung. Das ist Integration, Bedo. Ein banales Beispiel für Integration. Hast du gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Vielen Dank. Ich finde, ich sollte mal für den Integrationspreis nominiert werden. Wenn ich überlege, was für Integrationsleute Preise bekommen, so, die ich mitbekommen habe. Egal, das ist nicht unser Thema. Ja. Das Thema Antisemitismus. Ich hatte Dr. Michael Blumer vor 2-3 Wochen hier. Und da war es, ich stelle genau dieselbe Frage, die ich ihm gestellt habe, stelle ich dir auch. Weil das auch dein Arbeitsschwerpunkt ist, Antisemitismus. Haben wir es nicht gelernt oder wollen wir es nicht lernen? Ich meine, rein theoretisch müssten wir doch eigentlich super Gesellschaft sein und sagen, Antisemitismus gibt es bei uns nicht. Das ist, weißt du was, das ist sehr interessant, weil wenn du dich mit alten Leuten unterhältst, ich habe mich jetzt gerade noch, letzte Woche noch, habe ich mich mit einer Zeitzeugin unterhalten, eine deutsche Zeitzeugin, also die tatsächlich auf der bösen Seite war und die hat mir wirklich, und das war nicht die einzige, ja, immer wieder, wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte, das sind Leute, die wirklich entsetzt darüber sind, was zurzeit los ist mit der AfD und mit gewissen rechten Tendenzen. Und die, nicht alle, aber mit denen ich mich unterhalten habe, die alle sagen, dass sie nicht glauben können, dass sowas nochmal aufkommt in Deutschland. Und
Und das ist halt so ein Punkt, wo wir tatsächlich aus der Geschichte, vielleicht haben wir einfach, versuchen wir das auszublenden, was da los war. Aber das ist der große Fehler, dieses Unterschätzen. Denn genau das ist ja damals mit Hitler auch passiert. Die Menschen haben das unterschätzt. Das ist ja so. Die Menschen haben damals gedacht, ach komm, ein Mann, der kann doch nicht unser ganzes System verändern, der kann doch nicht ein ganzes Land verändern, lass den mal. Und dann ist die Katastrophe gekommen. Und das darf man heute nicht mehr zulassen. Und ja. Bitte, bitte. Nein, ich wollte nur sagen, dieses Gespräch kenne ich von irgendwo. Ich hatte das ja letztens in einer Runde. Da saßen wir in so einer Gesprächsrunde und dann sagte auch eine Person zu mir, ach komm, lass sie doch einmal machen. Die Leute werden so oder so sehen, die kriegen es nicht gebacken. Und dann dachte ich so, den Spruch habe ich doch mal irgendwann 33 auch gehört. Als Hindenburg gesagt. Glaube ich, Hindenburg war das auch, oder? Ich bin mir da nicht sicher, wer, aber zumindest es kam nicht nur von Politikern, sondern es war wirklich ein gesellschaftliches. Selbst Juden sind ja damals zum Teil nicht geflüchtet und so weiter, weil sie gedacht haben, was soll uns schon passieren? Ne? Das ist jetzt schon auch da, wenn man sich. Es sind ja leider immer weniger Zeitzeugen da und mittlerweile kann man sich ja nur noch mit Zeitzeugen unterhalten, die damals Kinder waren und das erzählen kann man, was ihre Eltern gesagt haben. Und viele waren wirklich so, dass sie gesagt haben, ja, wir brauchen doch nicht zu flüchten, wir brauchen doch nicht wegzugehen. Und als sie es dann realisiert haben, war es zu spät, weil sie dann die Macht übernommen hatten. Ne? Hallo. Moin. Ja, Sido ist ein deutscher Sinto und im Grunde genommen hat es auch sehr lange gedauert, bis er sich geoutet hat. Das hat er im Grunde genommen erst gemacht, als er alles erreicht hatte. Ja? Mhm. Der Erfolg war da, war nicht mehr wegzudiskutieren. Seitdem stellt er sich da als Sinto und ist im Grunde genommen dadurch auch wieder eine gesellschaftliche Figur, die gegen diese Zigeunerbilder, die traditionellen, angeht. Mhm. Nicht? Und dieses Video ist meiner Ansicht auch so eine kritische Auseinandersetzung, nicht? Mit dem, wie man uns sieht und was wir sind und wie wir versuchen überhaupt zu überleben in einem System, welches uns nicht haben will, und das europaweit. Antiziganismus ist ja, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, aber schon ein Begriff, der nicht so in der Mitte der Gesellschaft ist wie Antisemitismus. Ja, leider haben wir erst in den letzten 15 Jahren als Betroffene diesen Begriff aufgegriffen, weil im Grunde genommen das äquivalent ist zum Antisemitismus. Was die Feindschaft dem jüdischen Volk gegenüber ist, der Antisemitismus, ist der Antiziganismus, die Feindschaft des Roma und Sinti-Volks gegenüber. Und wir waren ja auch die einzigen Volksgruppen, die von den Nazis ausgerottet werden sollten. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich schwierig, da gegen zu argumentieren. Es sind viele Gemeinsamkeiten in beiden Formen des Rassismus. Sie sind Formen der Menschenfeindlichkeit. Wohingegen nach 1945 direkt von amerikanischen jüdischen Forschern der Antisemitismus erkannt worden ist und vorangetrieben worden ist als Erkenntnis der Gesellschaft. Und ich maße mir jetzt mal an, ganz plakativ zu sagen, in Deutschland weiß jeder, was Antisemitismus ist. Ja, so, ob in sekundär, primär ist oder wissentlich oder unwissentlich ausgeübt wird. Sobald man das Wort Antisemitismus jemandem vorwirft, ist es ein Totschlagsargument in Deutschland. Und im Gegensatz zum Antiziganismus sind wir noch in der Aufklärungsphase und die Etablierung des Begriffs. Warum ist das dann so schwierig? Ja, weil es im Grunde genommen haben wir ja alle unsere Rassismen und Vorurteile in uns drin. So, das wird uns von klein auf mitgegeben. Wir lernen als Mensch in Schubladen zu denken und schnell einzuordnen. Sind das positive, negative Menschen für uns? Und dazu nehmen wir uns eigene Erfahrungen und das, was wir tradiert weitergegeben kriegen. Zum Beispiel der Antiziganismus ist wie ein europäischer Kulturkodex, der von Generation zu Generation unhinterfragt weitergegeben wird. Und da nun anzusetzen und das aufzubrechen, geht nur, indem man Kopf für Kopf überzeugt. Also ich kann jemandem viel erzählen, wie ein anderer Mensch ist. Solange er das nicht selber erlebt, seine eigenen Erfahrungen damit hat, ist es schwierig, seine eigenen Vorurteile zu korrigieren. Mhm. So, und das ist halt ein schwieriger Ansatzpunkt, wenn man dann auch Angst vor uns hat und dann gleich immer die Kriminalisierung damit reinspielt in den Antiziganismus, dass wir Kriminelle seien von Grund auf. Das war dann auch ein Grund der Nazis, warum sie uns verfolgt haben, nach dem Prinzip, wir stecken euch ins KZ, damit ihr nicht klauen geht. So, kriminalpräventiv sind wir vernichtet worden offiziell, wenn man uns hier nicht als Ethnie vernichten konnte, weil wir ja historisch, also von der Ethnie her, Indogermanen sind. Mhm. Und da hätten sich die Deutschen ja im Grunde genommen selber ins KZ schicken müssen, wenn sie angefangen hätten, Indogermanen wegen ihrer ethnischen Herkunft ins KZ zu stecken. Deshalb hat man da dieses Konstrukt des kriminellen Zigeuners und des Asozialen geschaffen. Und zu diesem Thema hast du eine Doku gedreht, und zwar Roma Stories. Hast einen kleinen Trailer mitgebracht, den schauen wir uns jetzt erstmal gemeinsam an.
Frankreich, in Frankreich, Vichy-Frankreich, gab es Zigeunerlager neben den Juden, jüdischen Lagern. Die Zigeunerlager bestanden aber noch bis 1946, zwei Jahre nach der Befreiung. Und keiner hat darüber gekriegt. Die Juden wurden von der Gestapo deportiert, die Roma und Sinti von der Polizei. Als Asoziale, das war die erste Einstufung, die uns gegeben worden ist. Aber man muss sich dann wirklich zu Gemüte führen, dass man nach 45 als Überlebender dieselben Beamten auf den Polizeidienststellen hatte, die einen in die Konzentrationslager gebracht haben. Und dann Vertrauen aufzubauen zu einem Staat ist nahezu unmöglich. Interessante Aussage. Ich glaube, der ältere Herr ist das... Professor Wippermann, Historiker von der Freien Universität Berlin. So, und der hat was sehr Interessantes gesagt gerade. Zwei Jahre nach der Befreiung gab es noch die Lager. In Frankreich. Sorry, kapiere ich nicht. Ja, der Antiziganismus zieht sich durch ganz Europa. Ja, er ist aufgekommen mit dem Auftauchen des Osmanischen Reichs in Europa. Damit sind wir verknüpft. Also im Grunde genommen geht der Antiziganismus auch in eine bestimmte Art der Islamfeindlichkeit, Islamophobie über und der Angst vor den Türken. Und wie man weiß, 1912 ist das Osmanische Reich erst aufgelöst worden. Und bis dahin waren wir Spione der Türken, Pestbringer und sonstiges Negatives. Und die traditionellen Berufe, mit denen wir nach Europa gekommen sind, die konnten wir nirgends ausüben, weil uns die lokalen Zünfte immer vertrieben haben. Daher das Umherziehen. Es war keine freiwillige Entscheidung, sondern ein aufgezwungener Lebensstil. Von Vertreibung zu Vertreibung. Eine Sache würde ich gerne wissen. Können wir jetzt, Reza, deinen Film Stolpersteine eigentlich im Kino sehen? Oder ist es für Kinos gedacht? Oder? Genau, wir haben es gedreht. Wird jetzt ganz vielen Festivals weltweit angeboten. Wir haben eine Agentur, die das vertreibt jetzt. Und sehen online geht noch nicht. Was wir aber getan haben, wir haben noch eine zweite Version vom Film jetzt, eine kurze Version. Also es ist ja eh ein Kunstfilm, ungefähr, ne? 13 Minuten, 13, okay. Kunstfilm, der recht kurz ist. Und jetzt kommt halt, wir haben jetzt eine noch kürzere Version gemacht, um diesen Film in Kinovorprogrammen oder halt bei Filmfestivals im Vorprogramm zeigen zu können. Also eine 5-minütige Version, die einfach dazu dienen soll, oder bevor man jetzt sich im Kino irgendeinen Film anschaut, das dann so als sozialer Spot quasi gegen das Vergessen, gegen das Verblassen. Und was mich halt auch wirklich motiviert hat, den Film auch irgendwo zu machen, war auch, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die wirklich bewandt sind und die sich mit vielem auskennen. Aber sobald ich gesagt habe, ja, die Stolpersteine, weißt du doch, was da auf der Straße ist, und die Leute wissen es oft nicht. Das kann doch nicht. Ja, da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Nein, habe ich auch gedacht. Und Stolpersteine sind ja auch umstritten. Ne? Es gibt ja auch aus der jüdischen Gemeinde viele, die sagen, Stolpersteine sind nicht dem gerecht, weil sie auf dem Boden liegen und so weiter. Sagen die Roma und Sinti auch. Genau, ja? Sie sind umstritten, okay. Aber ich finde, es ist besser, als dass wir gar nichts hätten. Und wenn wir jetzt eine bürokratische Diskussion führen wollen, die über Jahre hinweg geht, und dann haben wir am Ende nichts, und dann kommen die Gebäudebesitzer, sagen, ich will aber keinen Stein, der eine sagt, ich will einen Stein, so haben wir eine Lösung, die für alle da ist. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten, finde ich es auch symbolisch wichtig, darüber zu stolpern, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir halt diesen Film gemacht. Sehen kann man ihn noch nicht. Ich hoffe, dass er auf Festivals dann ein paar Preise dann gewinnt. Was wirklich interessant an der Geschichte ist, der US-amerikanische Markt ist total interessiert am Film und der deutsche Markt ist noch sehr zurückhaltend. Also die in Deutschland ist, frag mich was Einfaches. In Deutschland hören wir oft, ja, die Geschichte kennen wir ja schon. Und und dann sag ich das mal den 15% AfD-Wählern. Genau das sage ich ja. Oder guck dir jetzt. Aber guck dir Sachsen und Brandenburg an. Ja, da sind es mehr als 15%, ne, Bedo? Also 15 war jetzt. Marine Le Pen haben sie auch unterschätzt, hat schon 30%. Das ist das Ding. Und dann sage ich halt immer: Nein, Leute, es ist keine Geschichte, die wir schon kennen, sondern es ist tatsächlich, der Film spielt permanent in dem Haus dieser Familie. Es ist so ein Kammerspiel. Ich habe auch versucht, so wenig Schnitte wie möglich in dem Film einzubauen. Ich wollte so eine Art One-Shot, weil ich wollte, dass der Zuschauer wirklich vertieft in der Geschichte drin ist. So als wenn der Zuschauer ein Beobachter wäre, ohne dass er durch Schnitte gestört wird. Und es ist halt wie eine Zeitreise durch die Zeit, bevor Hitler an die Macht kommt, bis zur Deportation dieser Familie. Aber wir verlassen nie das Haus, sondern wir bekommen diese Veränderung in den vier Wänden mit. Weil in deinem sichersten eigentlich, wo du dich eigentlich sicher fühlen solltest, da bekommen wir das mit.
Und ich habe ihn auch bewusst so gestaltet, dass man rein theoretisch auch Schulklassen sich den Film angucken können. Der Film zeigt die Brutalität dieser Zeit, ohne Brutalität wirklich bildlich darzustellen, weil ich einfach wollte, dass dieser Film für alle vorzeigbar ist. Deswegen haben wir jetzt auch wie am Markt Amerika, wir haben Gespräche mit dem Holocaust Museum in New York, die interessiert daran sind, dass der Film vielleicht aufgenommen wird. Es sind zwar noch Gespräche, die laufen, es ist noch nichts fest, aber auch das sind Optionen, wo ich einfach finde, es ist toll, dass man da wirklich sich jetzt intensiv Gedanken darüber macht, diesen Film dann, bevor Schulklassen und so weiter durch das Museum gehen, dass man denen dann diesen Film einmal zeigt, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich finde, weil wir haben den Film sehr modern gedreht, es ist auch zum Teil elektronische Musik drin und so weiter. Also mir war es wichtig, ein also, altes... Hat schon Hollywood-Style, finde ich, dein Film. Es war mir wichtig, eine moderne, neue Sprache anzuwenden, um einfach auch junge Menschen wieder dafür extrem zu sensibilisieren. Es ist thematisch, ja klar, das, was wir schon alle tausendmal gesehen haben. Aber anscheinend müssen wir es tausend und einmal sehen. Weißt du, das ist so und deswegen... Ich habe meine Zweifel, dass 1001 reichen, aber... Wenn du so optimistisch bist. Ich hoffe doch. Ich lasse es gerne. Ja, das zum Film. Also, das, ja. Vielen Dank, Risa. Und Marco, und deine Doku, die ist, wo können wir sie sehen? Können wir sie überhaupt sehen? Und zweitens, wie ist die aufgebaut und strukturiert? Also erstmal muss ich und möchte ich hier nochmal Stella Tsianios erwähnen und Babak Batakwa, ohne die der Film gar nicht möglich gewesen wäre. Wir haben den als Dreier gespannt. Konzipiert und umgesetzt mit einer kleinen Förderung des Landesprogramms Hamburg zeigt Courage gegen Rechtsextremismus von der BASFI. Themen des Films sind zum einen positive Beispiele geben, mit den traditionellen Vorurteilen brechen, indem man andere Bilder zeigt und andere Lebensbiografien darstellt. Natürlich kratzt der Film thematisch Themen an wie Antisemitismus, Antiziganismus, unsere Geschichte, Inklusion in Bildung, die wir ganz toll hier machen in Hamburg, wo auch Bildungsberater interviewt sind. Da machen wir eine super Arbeit hier in Hamburg mit dem RBBZ im Rahmen der Inklusion von ausgegrenzten Menschen. Jetzt nicht nur Inklusion für Behinderte, sondern auch für ausgegrenzte Gruppen. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, diese Menschen in ihre Rolle und ihren Platz in der Gesellschaft durch Inklusion zu geben und nicht nur eine Integration zu erwarten. Die Menschen sind alle integriert, sie leben hier seit Generationen zum Großteil, halten die Werte, Normen und Gesetze ein. Das ist für mich integriert, aber anzukommen heißt auch, dass die Gesellschaft sich öffnet und die Menschen aufnimmt, auch in ihrer kulturellen Eigenart, die ihnen zugestanden wird, nach europäischen Gesetzen. Wir sind ja nun eine anerkannte Minderheit in Europa und in Deutschland auch. Wo man den Film sehen kann, bei der Volkshochschule haben wir einen Termin gesetzt, zum Beispiel. Da kann man die Seite der Volkshochschule in Hamburg aufmachen und den Film finden. Ansonsten kriegt man alle Vorführungsdaten über unsere Websites, romastory.com oder facebook.com, romastories.com. Des Weiteren können sich gerne auch Schulen, Sozialpädagogen an uns wenden und wir kommen und machen eine Vorführung und diskutieren mit den Film kostenlos. Das ist ein Service des Bildungsvereins und der Bildungsbehörde in Hamburg, dass wir dieses machen können. Also das engagierte und couragierte Auftreten könnt ihr auf jeden Fall euch zu eigen machen. Ruft die Leute an, sie kommen gerne zu euch in die Schulen, finde ich, ist immer ein guter Ansatz. Je früher, umso besser. Weil irgendwann, wenn man ungefähr 45 Jahre alt ist und für eine Partei kandidiert als Spitzenkandidat, ist Hopfen und Malz verloren. Jo. Vielleicht noch eine Sache, die habe ich eben noch vergessen. Kein Hopfen und Malz? Ja, Hopfen und Malz doch, aber warum der Film auch Stolpersteine ist, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Also der Film spielt ja natürlich, also bei meinem Film jetzt, spielt ja die ganze Zeit im Haus dieser Familie und ganz, ganz zum Schluss, wenn die Familie quasi nach der Deportation macht die Kamera das einzige Mal den Schritt nach draußen, sie fliegt durchs Fenster und fliegt dann quasi durch die Gegenwart. Und endet auf drei Stolpersteine, die dann für diese Familie stehen. Und das ist wirklich der einzige Schritt, den wir nach draußen machen, quasi in die Gegenwart. Und deswegen Stolpersteine, ne? Dass man das vielleicht nochmal... Das Thema am heutigen Abend weiterhin. Ich habe jetzt Rosinen gekastet, das ist so schwierig zu moderieren. Antisemitismus und Antiziganismus. Jetzt ist natürlich das Interessante, wenn Gäste bei mir auf der Couch sitzen, muss es gar nicht so sein, dass sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Also
Das habe ich schon länger abgestreift. Ja, ich sage immer, vom Ursprung Oriental Night ist eigentlich nur noch der Name übergeblieben und türkische Songs. Aber der Rest hat sich verändert, weil wir uns verändern, die Gesellschaft sich verändert, wir werden internationaler, wir werden bunter. Achtung, ich sage jetzt ein sehr, sehr schwieriges Wort, multikultureller. Jetzt kriegen wir, kennst du das? Ich habe das Gefühl, einige meiner Zuschauer haben gerade so Nackenhaare, so so, egal. Ich muss halt ein bisschen anecken politisch, kennst du das? Es liegt mir so in meiner DNA. Jetzt muss ich aber sagen, Stolpersteine, Antisemitismus, sitzt ein Regisseur vor mir, muslimisch, persischer Background. Mhm. Könnt ihr ja sagen, ist nicht deine Aufgabe. Genau das ist aber der Fehler, finde ich, in der Gesellschaft. Warum ist es nicht meine Aufgabe, nur weil ich kein Jude bin? Ich meine, wir haben... Oder dass du kein Biodeutscher bist. Oder kein Biodeutscher, was auch immer. Also wenn man, ich finde, wenn man merkt, dass eine Gruppierung diskriminiert wird, angegangen wird, egal ob das jetzt Juden, Hinduisten, Muslime, Roma, egal was man ist, da muss man aufstehen und dagegen was tun. Und da geht es nicht darum, wo ich herkomme in dem Moment. Und in dem Moment geht es auch nicht um mich und meine Befindlichkeiten, sondern es geht darum, dass man für diese Gesellschaft, in der man lebt, einen Beitrag dazu leistet. Weißt du? Und wenn dieser Beitrag dann in dem Moment ist, dass ich mich mit dem Thema Antisemitismus beschäftige, weil wir in Deutschland nun mal in den letzten Jahren Übergriffe hatten auf Juden auf der Straße. Ich finde, es ist unfassbar, dass Juden sich zum Teil nicht mehr trauen, in der Gesellschaft offen dazu zu stehen, dass sie jüdisch sind. Das kann doch nicht sein. Und ich habe selber mein Leben lang gespürt, wie es ist, diskriminiert zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und es war auch immer ein stetiger Kampf. Das heutige Deutschland ist ja anders als vor 20, 30 Jahren. Da war das noch, ich war in der Schule immer der einzige Schwarzkopf. Ja, und das, und da warst du aber im falschen Stadtteil. Ja, ich bin auf dem Lande bei Schloss Holte aufgewachsen. Ne? Und da war das halt anders. Und da warst du sogar im ganzen Stadtteil der Einzige, ja. Der ganzen Stadt, oder? Nein, ganz so schlimm war es nicht. Okay. Aber es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass wir für unsere Gesellschaft was dazu beitragen. Mhm. Und für mich als Künstler und Regisseur ist es das, dass ich dann einen Film dazu mache. Wenn ich Arzt wäre, würde ich wahrscheinlich zu Ärzte ohne Grenzen gehen, was auch immer. Aber es ist wichtig, dass wir unabhängig von uns selbst einfach auch mal Aktion zeigen. Das ist das. Man geht nur noch Trends hinterher, man geht nur noch Dingen hinterher, die für einen selbst etwas bringen. Und das macht eine Gesellschaft meiner Meinung nach, das spaltet oft. Ich muss mal ganz plakativ sein. Wir beide sind im Grunde genommen mit die besten Beispiele, dass Integration hier in unserer Stadt gelungen ist. Danke, dass du mich ausschließt. Ja. Ja, gut. Du bist ja das exemplarische Beispiel. Exemplar. Aber wir sind ja heute hier deine Gesprächsgäste und wir haben ja die Filme gemacht. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, es ist egal, welchen Hintergrund man hat. Ja. Es geht darum, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir sind in diesem Land aufgewachsen. Wir wissen, wir ändern nicht die Welt mit unseren Filmen. Das hat nicht mal ein Steven Spielberg mit Schindlers Liste hingekriegt. Ja. Aber wir können Diskussionen anschieben. Wir können das auseinandersetzen mit dem Thema, vorantreiben oder wieder hochbringen. Mhm. Weil das ist das, womit wir im Grunde genommen auseinandergesetzt sind. Es geht hier nicht darum, Deutschen irgendeine Schuld zuzuschreiben für das, was passiert ist. Aber du bist schuld, du lädst Schuld auf dich, wenn du ignorierst, was in deiner eigenen Geschichte falsch gelaufen ist und es zulässt, dass diese Fehler noch einmal passieren, unter deiner Regie, in deinem Leben auf sozusagen. Auf jeden Fall, genau das ist es. So, und deshalb ist eine Grundeinstellung. So ist es. Ich sehe das auch gar nicht. Wir haben ja auch unter unseren migrantischen Freunden einige Querköpfe, die sich abgrenzen, bei allen unterschiedlichen Freunden. Das ist momentan wirklich so eine beängstigende Tendenz, ja, dass sich die Menschen, vielleicht ist die Globalisierung daran schuld oder weiß der Geier, dass man sich wieder auf das Nationale so verstärkt und darin die große Heilsbotschaft sieht. Aber das ist ja auch in der Geschichte, dieser Nationalismus. Egal wann in der Geschichte der Menschheit, wenn dieser Patriotismus, Nationalismus hochgekocht worden ist, das hat in einem Krieg gemündet. Ja. Und das wird jetzt genauso sein, wenn wir jetzt anfangen. Die Franzosen sagen, es geht nur noch um Frankreich. Die Italiener sagen, es geht nur um Italien. Die Deutschen sagen, es geht nur um Deutschland. Zum Glück sind sie. Irgendwann führt das dann dazu, dass wir in Europa, anstatt dass wir in einiges Europa sind. Noch sind wir nicht so weit. Ich glaube, du musst auch nicht den Teufel an die Wand malen. Nein, guck mal, noch sind wir nicht so weit. Genau deswegen müssen wir jetzt sofort was dagegen tun. Wir sind doch schon sehr weit. In Europa haben wir das Glück,
dass wir die Europäische Union als Werte- und Gedankenkonstrukt drüber haben. Und viele Leute dieses aufgebaut haben, die das Grauen des Krieges erlebt haben. Und im Grunde genommen ist die EU ja nur die Antwort darauf, dass in Europa nie wieder ein Krieg unter den Nachbarn passieren soll. In den USA sehen wir es momentan ganz anders. Da sehen wir, das Land ist gespalten. Die einen Toleranten links und die Nationalisten und die Rechten auf der anderen Seite. Und es findet im Grunde genommen kein Dialog mehr statt zwischen diesen Gruppen und die Mitte verschwindet. Und das kann in einem Krieg münden, speziell, wo die da auch noch hunderte von Millionen Waffen bei sich rumliegen haben. Ja? In Europa sehe ich das nicht als Gefahr, solange die Europäische Union nicht zerbricht. Aber das ist ja das Problem ist, diese Mitte, die wird ja immer mehr, du darfst ja heutzutage gar nicht mehr eine mittige Meinung einnehmen. Man sagt dir jetzt, ja, was denn? Bist du jetzt gegen die oder bist du für die? Nein, menschlich kannst du in der Mitte stehen. Damit hat George Bush schon angefangen. Wer nicht für uns, ist gegen uns. Ja, genau. Ja, aber ganz einfach. Für mich ist das Menschliche das Maß aller Dinge. Dann wird deine Ideologie schlecht, wenn sie Menschen verachtend und ausgrenzen wird. Mhm. Ja, die Mitte muss vereinen und versuchen, alle mitzunehmen, ohne zu polarisieren. Aber das funktioniert ja nicht mehr. Guck mal, die ganzen Parteien, die in der Mitte standen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es hatte vielleicht andere Gründe. Nehmen wir mal das Beispiel SPD. Vielleicht hatte das auch Gründe, dass man die falsche Führungsperson da jedes Mal eingesetzt hat. Aber Parteien, die in der Mitte standen, haben immer weniger Wähler. Ja, weil sie einen ewigen Tanz gemacht haben die letzten 10 Jahre. Zwischen links und rechts, Anstatt in der Mitte zu stehen und zu sagen, es geht hier um Menschenrechte, es geht um die Würde des Menschen, ist unantastbar. Ja, es geht darum, dass wir alle gleich sind und wir eine friedliche Gesellschaft miteinander haben. Aber man hat sich viel zu oft, hast du recht, auf den Zug der Rechten mit draufgesetzt, um in der Hoffnung, in der verrückten Hoffnung, dass man vom Original Stimmen abkassieren kann. Komischerweise hat es nie geklappt. Ne? Nee, natürlich nicht. Nee. Die Leute wählen das Original und nicht die Kopie. Ich würde auch lieber das Original wählen als die Kopie. Also muss man selber das Original sein. Genau. Bam! Liebe Freunde, Challenge Time bei Oriental Night. Unsere treuen Zuschauer wissen das ja schon. 10 Bilder von Persönlichkeiten werden jetzt eingeblendet. Jeweils Nase, Auge, Mund, was man auch immer da erkennen mag. Und danach müssen wir raten. Das heißt, ihr beiden als Duo gegen mich. Und wer zuerst richtig, also mit dem Namen richtig liegen sollte, bekommt den Punkt. Einfach in den Raum schreien, ja? Wenn ihr merkt, keine Ahnung. Also spielen wir jetzt 3 gegeneinander? Oder ihr beide gegen mich. Okay, alles klar. Okay? So, und dann können wir da hingucken oder ihr könnt nach hinten gucken, okay. Da wo ihr die Bilder besser gleich erkennt. Ich halte ihm dann die Augen zu. Ne? Und dann ja, Feuer ab, Feuer frei. Welche Sängerin ist das? Ist das Ariana Grande? Nee. Keine Ahnung, ich habe nur geraten. Nein? Keine Ich weiß es nicht. Minuspunkt, ne? Gigi Hadid. Ah. Ja, wieso Minuspunkt? Wunderschöne Frau, ne? Ich rate ja auch nur einmal. 5-mal raten tue ich ja nicht. Ja. Gigi Hadid, darauf muss man jetzt erstmal kommen. Ja, werde ich niemals. Schöne Lippen. Ja. Nebenbei mal. Hier, Dings. Ach, das ist diese Schauspielerin, die mit diesem... Nein. Savages hat die gedreht. Nein. Geiler Film. Echt jetzt? Ah. Wirklich? Ist das ein Schauspieler? Sehr ästhetischer Film. Das ist eine Schauspielerin. Savages hat die gedreht. Ich hätte gedacht, das ist die Ex-Freundin von dem Fußballer. Ach so. Nee, das könnte auch die Ex von Oliver Pocher sein, ne? Ja, aber die meine ich doch. Ja. Ja, wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist die von Savages. Nein, das ist die Ex-Freundin von Oliver Pocher, würde ich Meinst sagen. Meinst du? Ja, keine Ahnung. Aber den Namen wissen wir beide nicht. Wer ist denn das? Die auch mit Boris Becker zusammen war, ne? Ja. Okay. Ist sie doch nicht. Nee, das ist die. Das ist die von Savages. Echt? Ihren Namen kenne ich. Wunderschöne Frau und auch wirklich, der Film ist Savages. Gucken. Deine Augen glänzen dabei, wo du sagst, wunderschöne Frau? Also, ja, nee, ist... Ja, ich wollte es mal gehen sagen. Ja. Okay. Boah, was ist das denn? Was habt ihr denn da für Bilder heute? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, meine Assistentin macht das mit Absicht. Die Lotti will uns provozieren hier. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sie lacht, ja klar. Ich würde auch lachen, wenn ich in der Regie sitzen würde. Weil man dann denkt, was für 3 Gurken sitzen da vorne. Wir kennen ja noch nicht mal einen. Keine Ahnung. Ja, sonst wäre es langweilig, genau. Kenne ich, Schauspieler. Ja, genau. habt ihr die Möglichkeit, so ein bisschen mehr preiszugeben? Ja, das wäre mal ein guter Trick, so ein bisschen mehr. So. Nee, wie heißt denn der? Wer ist denn das? Welcher Schauspieler ist denn das? 100% Hollywood-Schauspieler. Paul Wesley. Wo hat er gespielt? Ich kenne noch Wesley Snipes, aber Paul Wesley kenne ich nicht.
Entschuldigung, wo? Achso. Wo hat denn er gespielt, Lotti? Ja. Wo? Er ist Schauspieler, das reicht. Ja, mhm. Ist klar. Alter. Alter, heute habt ihr aber auch echt. Also, ich glaube, wer den. Wer den ersten Punkt macht, ist gewinnt. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Joko und Klaas, die Rothaarige. Ach, ist das hier? Rosina Polinski oder Palinski? Nein. Oh, kann auch sein, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall die hat einen anderen Mund. Sollen wir sagen? Sollen wir das sagen? Ja, was sonst? Wir Palinski? Sagen das jetzt. Wir sagen Palinski. Also, wenn das Palinski ist, dann die Arschkarte gezogen. Ich glaube auch nicht, dass es sie ist. Aber wir sagen. Ich weiß es nicht. Lösen wir? Nee. Lana Del Rey. Ja. Ich glaube, ich bin im falschen Jahrzehnt gelandet hier. Moderatorin. Bruno Mars, Digga. Bruno Mars, bitte sag, dass es Bruno Mars ist, bitte. No. Jawohl! Ich hab doch gesagt, der erste Punkt. Ja, komm. Nicht so pingelig sein, nur weil die Moderatorin. Wichtig ist, ich habe die richtigen Namen gesagt. Bruno Mars. Ja, ich dachte, die sah aus wie der andere. Hier, Foster, heißt das Jodie Foster? Nee, nein. Das ist die andere. Das aber ist die das von ist die, Plane in dem Flugzeug, dieser Film da. Die Hammer-Schauspielerin. Ich kann mir keinen Namen merken, das ist unfair. Ihr müsst hier, kann man nicht beschreiben, so was für Filme die gemacht hat? Jane Fonda, oder? Heißt sie Fonda? Nein. Heißt sie, das ist diese rothaarige. Weißt du, wer das ist? Das ist von, das ist die eine Schauspielerin. Das ist Lisa, das ist Presley. Ach, das ist die Frau von Presley, ja, Mann. Nein, ups. Julian Moore, sag ich doch, genau. Aber die meinte ich. Die hat doch auch diesen Flugzeugfilm, wo ihre Tochter verschwindet und so weiter. Ja. Nein, Mann, das war Jodie Foster, wo ihr letzter, das war Jodie Foster. Das war Jodie Foster, Mann. Ah, siehst du, dann du bist ja noch katastrophaler. Ja, Demi Moore. Echt? Ja, sag ich auch, Demi Moore. Ja, das operierte Gesicht ist zu erkennen. Aber boah, wenn nicht, dann hast du jetzt. Wow, wow, nicht schlecht. Damit haben wir gewonnen, ne? Steht nee, 1-1. Ja. Also. Ja, damit haben wir gewonnen, 1-1, oder? Okay, haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Jennifer Lopez. Scheiße, ja, man wollte ich auch sagen. Oh nö, ich will nicht verlieren. Angeblich mit ihrem neuen Film spielt sie eine Stripperin, soll sie angeblich für einen Oscar, soll Oscar-reif sein, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe nicht gesehen, aber das habe ich nur gelesen. Okay. Würde mich auch wundern, aber. Wer mag sein? Haben wir überhaupt noch Bilder? Die Augen kenne ich, Mann. Die Augen kenne ich wirklich. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Kardashian? Die muss ich kennen, sagt Lotti. Echt jetzt? Warum muss ich? Mann, die Augen kenne ich wirklich, aber. Ist das diese Iranerin, diese Pega? Du meinst die eine von den. Nein, nein. Ich weiß, ich würd eher Kendrick Nein Jenner. Sagen. Ja? Kendrick Jenner. Kyle Jenner, fast. Ja. Wer ist denn das? Ich gehört auch zu Kardashian-Clique. Ah, okay. Ja. Alles Kardashians. Kardashians. Hier, Mister, ich hab AIDS. Wie heißt der nochmal? Two and a Half Men. Ach, hier, Charlie Sheen. Echt? Charlie Sheen? Echt? Boah, das ist aber krass erkannt. Heftig. 3-1. Also, ich glaube, ich habe abgeluschen. Das ist wenigstens noch eine 2-1? Serie, die ich kenne. Ne? 3-1. Das war's, ne? Wo soll denn eigentlich die Reise hingehen? Mit diesem Land? Gesellschaft? Das ist die große Frage seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass, wir darüber mal dass Europa rückwärts sich entwickelt. Mhm. Ja, seitdem wir 2008 diese Wirtschaftskrise hatten, haben alle Nationen nur noch Angst. Die Bankenkrise, wo wir noch mal 2008, da haben wir noch mal 100 Millionen an Lehman überwiesen, obwohl die schon pleite waren. Ja. Aber ich wollte nur noch die Vergleiche ziehen, 1929. Ja, das stimmt. Und dann 3 Jahre später, lass mal machen. Klappt eh nicht. Ich glaube, so weit sind wir schon wieder. Was ist denn unsere persönliche Verantwortung eigentlich? Also ich denke, das Wichtigste ist, und das ist im Grunde genommen meine Einstellung dazu, alle demokratischen Parteien, alle, außer die AfD, weil das ist nicht ihr Thema, müssen antifaschistisch sein. Das ist für mich als Deutscher, ich bin ja nun zur einen Hälfte Roma, zur anderen Hälfte gehe ich 5 Generationen in Hamburg zurück, bin Deutscher, als geht es gar nicht. Aber es ist meiner Meinung die feste Überzeugung, dass alle demokratischen Parteien eine klare antifaschistische Haltung haben müssen. Und daran mangelt es. Deshalb
Aber deshalb switchen die Wähler auch so viele hin und her. Viele Parteien springen jetzt sogar auf den Zug auf, weil sie merken, dass sie Stimmen kriegen. Aber zusätzlich dazu, ich finde, Parteien sind immer so lebensfern. Wenn man muss ja einfach mal sich selbst nehmen. Und ich habe ja, hatte ich dir auch mal erzählt, ich habe ja, wenn jetzt wahrscheinlich auch ein paar Zuschauer da draußen sehen, hä, den kenne ich doch irgendwo, ja. Ich habe mich ja wirklich auch, weil ich habe bei der Deutschen Welle meinen Master da, also es ist eine öffentlich-rechtliche Instanz oder fast schon staatliche Instanz. Ich habe bei der Akademie bei denen gelernt und hätte eigentlich eine saubere Laufbahn irgendwie gehen können bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und habe dann aber irgendwann, habe ich diese Tendenz beobachtet, dass diese alternativen Medien, gerade im rechten und linksradikalen, also sowohl rechtsradikal als auch linksradikal, in dem Sektor viele Leute kriegen. Mhm. Und dann habe ich mir als Mensch, ich versuche halt immer dann zu sagen, okay, was kann ich dagegen tun oder was kann ich tun, um das zu verstehen? Dann habe ich mich ja bei einem alternativen Sender, habe ich eine Anstellung angenommen. Und hab denen gesagt, okay, und das habe ich auch nicht... Alternativen Faktensender, ne? Ja, genau, alternativ. Also, und da habe ich dann sogar gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt auch nicht so, dass ich mich hier hinter der Kamera verstecke und mal einfach mal die Redaktion beobachte. Nein, ich habe eine Sendung aufgebaut bei denen, die ich selber moderiert habe. Und ich habe das getan, weil ich einfach verstehen wollte, warum, was ist los? Warum gehen Menschen immer wieder zu diesen Sendern und welche Motivation haben sie und warum wird die Zuschauerschaft immer größer bei denen? Und dann habe ich auch zu Beginn gemerkt, sobald du den Menschen, deren Meinung bestätigst, steigen die Klickzahlen ins Unermessliche und du wirst gefeiert ohne Ende. In dieser alternativen Szene kannst du auch sehr schnell aufsteigen zu so einem alternativen Helden, sag ich mal. Und ich habe dann aber genau die Zuschauer, die aufgebaut waren, habe ich plötzlich, ich sag mal, YouTuber eingeladen und mich mit denen extrem kritisch auseinandergesetzt, die eigentlich in dieser Szene etabliert sind. Und dann habe ich auf einmal eine extreme Hasswelle bekommen. Und die Zuschauerzahl hat sich zu einem Viertel auf einmal, bumm, sind die weggebrochen. Und da habe ich dann gemerkt, welche Macht mittlerweile alternative Medien haben und wie viel Einfluss man durch Meinungsbestätigung nehmen kann. Und sobald man kritisch wird, wird man zerfetzt. Ich habe Morddrohungen bekommen. Wir reißen dir deine Eier ab. Wir machen dich da, das, dies. Hätte ich das Gleiche bei RTL oder sonst wo gemacht, dann hätten sie mich ganz in den ganzen Medien wahrscheinlich dann interviewt und so weiter. So wollte man mich wahrscheinlich, weil ich für diesen Sender gearbeitet habe, hat man das gar nicht wahrgenommen. Aber das ist wirklich erschreckend. Und da wieder zum Thema. Was können wir als Individuen tun, um diesem Trend entgegenzugehen? Und ich habe mich 1,5 Jahre lang bei einem Sender, der ein sehr rechtes Publikum hat, habe ich gearbeitet und habe versucht, mit Fakten kritisch mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Und ich habe tatsächlich auch einige positive Resonanzen bekommen von Menschen, die dann auch mal geschrieben haben, ey, das hat unsere Sicht auch mal verändert. Und ich habe dann ja, habe ich ja rigoros dann abgebrochen, das hatte andere Gründe auch. Aber das funktioniert auch. Wir müssen einfach uns trauen, was zu tun. Wir müssen uns trauen. Letzter Schlusswort von dir. Ich habe nur noch 20 Sekunden. Ich überlasse Ihnen gerne. Wir müssen miteinander leben, miteinander reden, miteinander lieben und feiern. Und dann sind wir auf einem besseren Weg, als wenn wir einander hassen und Angst voreinander haben. Begegnungen bauen Vorurteile. Also Brücken bauen, Begegnungen schaffen, auf Augenhöhe begegnen, respektieren, akzeptieren und kommunizieren. Miteinander statt übereinander. Genau. Ganz simpel, ganz einfach. Vielen, vielen Dank, Reza Sam Mosadek. Ich danke dir herzlich, Marco Knutzen. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch mit euren beiden Filmen natürlich viel Glück, viel Erfolg weiterhin. Und euch da draußen vor allem eine friedliche Zeit. Und wenn einer, ich mache jetzt mal finale den Satz, den mal eine Vier-Buchstaben-Zeitung mal gesetzt hat, darf man denn in diesem Land das nicht mehr sagen? Sagt ihr einfach nein. Wenn etwas rassistisch ist, dann ist es rassistisch. Punkt. Schönes Wochenende. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.